Ein freundliches Grüß Gott von eurem Andi zum dritten Lauf des M&M Cups im wunderschönen Österreich, nämlich in Spielberg am ehemaligen A1-Ring, heute auch bekannt als der Red Bull Ring. Bevor wir ins Rennen gehen, wieder die allübliche Übersicht, nämlich über die Fahrertabelle. Wie sieht es momentan aus? Nach dem zweiten Lauf Foyle & Driver mit 16 Punkten vorne vor Kane mit 14 Punkten. Auf 3 Feuerguschlack mit 11 Punkten. Wenzel Mitzel 9 Punkte, Andy 8 gemeinsam mit Arkab auf 5. Joel ist leider nicht mehr dabei, 7. mit 6 Punkten. Medeline ist leider auch nach einem Rennen schon wieder ausgestiegen mit 3 Punkten 8er. Ike war auch nur im ersten Lauf dabei, 9. in der Gesamtwertung mit 2 Punkten. Elias 10. ebenfalls 2 Punkte und Grobi 11. mit 1 Punkt. Ja, wo wir schon großartig dabei sind, wer mit dabei ist und wer nicht. Beziehungsweise gehen wir zuerst nochmal auf die Gewichte. Nämlich Driver durch seine Erfolge aus den ersten beiden Rennen hat mittlerweile 50 Strafkilo drauf. Kane würde mit 30 Strafkilo starten. Ben Zemitzel hat ebenfalls 30 Strafkilo und Joel, der hätte auch 10 Strafkilo. Ja, aber dann kommen wir auch gleich mal zur Startaufstellung. Denn da fällt bereits auf, dass wir ein paar Leute nicht dabei haben, die ganz vorne mit in der Meisterschaft dabei sind. Das wären zum einen mal Kane. Und auch der Feuerguschlack, der fehlt uns leider. Kann man mal schauen. Also, wir haben Driver auf der Pole. Es war wieder eine recht enge Quali. 2/10 war vorne vor Benze Mitzel. Andy konnte sich ganz gut diesmal auf 3 behaupten, war auch nicht weit weg von der Spitze. Dahinter klafft schon eine kleine Lücke. A-Cup 6/10 Rückstand. Elias 5. mit 8/10. Grobi Startplatz 6. Speedy neu dabei, auch Startplatz 7. MF Berlin und Tom ebenfalls neu dabei auf 8 und 9. Gut, dann machen wir nicht mehr lang rum. Gehen wir direkt ins Rennen. Wie gesagt, es fehlt natürlich mit Guschlack und mit Kane. Zwei, die vorne in der Tabelle dabei sind. Da fällt mir gerade wieder ein. Das ist mir letztes Mal schon beinahe passiert. Vor dem Start natürlich noch die Übersicht, wer hat welche Reifen am Rennstart drauf. Das ist das Übliche. Zwischen Minute 25 und Minute 35 muss ein Reifenwechsel erfolgen, von einer Mischung auf die andere. Auf welcher Reifenmischung man startet, ist frei, ob mittel oder weich. Und man sieht in der Startaufstellung bereits, die ersten 4 starten mit mittleren Reifen. Elias, Grobi und Speedy auf weich und die hinteren beiden, MF Berlin und Tom, auch auf mittel. Gut, damit dann ins Rennen. Wir haben eine wunderschöne Kameraperspektive für den Start. Beziehungsweise, was ich auch noch reinmache, dass wir den Namen noch mit drin haben. So, dann wollen wir mal. Die Lichter müssten jetzt gleich angehen. Ich mache euch auch noch die Grafik natürlich rein. Foyle & Driver auf Pole. Und es sollte eigentlich jeden Moment losgehen. So mit ein bisschen Verzögerung. Und der Vorwürfe-Effekt hat nicht geklappt. Die Lichter wurden nicht angezeigt. Das ist natürlich schade. Na gut, Elias hat da einen super Start gehabt, ist gleich mal auf 3 vor. Vorne Driver hat die Spitze behaupten können, ist vor Benny. Elias greift hier gleich noch Ben an und auch Andy. Steckt zumindest mal die Nase rein. Na, oh, Elias. Oh, sehr optimistisch. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, ob er den Driver noch berührt hat. Wenn er ihn berührt hat, dann war es natürlich bitter für Driver, der da unfreiwillig abgeschossen wurde. Für Benny war das natürlich jetzt ein Freifahrtschein. Und er kann ja auch gleich wegziehen.
102er staut sich jetzt erstmal. Klar, Elias, der hat die weichen Reifen drauf. Der versucht jetzt natürlich so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Ansonsten ist eigentlich im Großen und Ganzen alles gleich geblieben. Wie gesagt, wir haben ja nicht viele mit weichen Reifen. Elias, Grobi, Bedi. Und die Strecke, die hat natürlich ihre Tücken. Der Kunstrasen an der Seite, speziell jetzt erste Kurve, letzte Kurve oder auch in der zweiten Kurve, eine Remus-Kurve. Das ist natürlich extrem rutschig. Extra auch von den Entwicklern so gemacht. Damit man da eben nicht zu sehr die Auslaufzone mitbenutzt. Man sieht, Elias, der ist heiß, der will ja jetzt nach vorne. Driver fährt erstmal auf Kampflinie. Dahinter, gucken wir mal. Ja, Akap ist an Andi dran. Könnte hier vielleicht sogar angreifen. Vorne behalten wir mal einen Blick. Da ist Elias weit genug weg. Akap greift an. Er hat sie zurück. Und, oh, da hinten dreht er sich. Eieiei. Ah, das ist bitter. Und Grobi ist da, glaube ich, auch ein bisschen hängen geblieben. Weil der MF Berlin, der hat ihn gleich auch noch geschnappt. Schöner Fight zwischen den beiden. Ja, aber Grobi kann sich behaupten. Nicht zu vergessen ist natürlich auch noch Tom, der auch neu dabei ist hinten im Feld. Oh, jetzt Driver außerhalb der Strecke. Da ist Elias vorbei, beziehungsweise war der vorbei. Ist er vom Gas gegangen? Oh, Elias auch krass gebremst. Das ist nicht gut. Und das hat geleckt. Auch richtig derbe. Was auch noch zu bemerken wäre bei dem Rennen, deshalb bin ich mir auch nicht sicher, was die Punkteverteilung angeht, beziehungsweise werde ich dann auch erst im nächsten Rennen wirklich mitteilen, wie der aktuelle Stand ist. Eigentlich sollte noch Michelsteiner hier mitfahren. Der war auch da, der ist auch gefahren in der Quali, nur ist er eben in der Quali rausgeflogen. Und deshalb war er jetzt hier nicht am Start, deshalb nur 9 statt wie geplant eigentlich 10 Leute. Jetzt Elias, Moment, hier wieder dran an Driver, jetzt mit einem besseren Reifen könnte er vielleicht außenrum. Na, tut er aber nicht, oder? Nee, das tut's nicht. Traut sich vielleicht nicht ganz, weiß nicht genau. Dahinter schon schöne Abstände. Oder zumindest Respektsabstände. Das ist hier wirklich die größte Kampfgruppe, hat man gerade gesehen. Driver wirklich ganz extrem am Limit. Wenn der hier nämlich den Teppich berührt, dann ist es in den meisten Fällen vorbei. Elias hier zieht er wieder zurück. Da war er wieder ganz nah am Gras. Also muss er echt aufpassen, weil wenn er auf dem Gras bremst, dann verabschiedet sich das Auto natürlich. Gucken wir mal schnell auf die Rundenzeiten. Benny zieht vorne davon. Bedi und Grobi müssten sich mit ihren Reifen eigentlich demnächst an Andi zu schaffen machen. Und... Moment, wir können nochmal drauf schauen. Schnellste Runde zwischen Driver und Elias, nur eine Tausendstel dazwischen. Das muss man auch schon mal hinkriegen. Ich glaube, das ist auch eine Trophäe im Offline-Modus. Wenn man nur eine Tausendstel voneinander entfernt ist. Ja, aber es scheint so, als könnten sich die ersten drei hier absetzen. Andi kann da nicht ganz mitziehen. Schauen wir nach hinten. Speedy, Grobi. Da ist auch nichts mit Druck machen. Ob
wobei Speedy und Grubi ja eigentlich einen Vorteil mit den weichen Reifen haben müssen. MF Berlin hält sich ganz wacker. Der hat ja auch den mittleren Reifen drauf. Der könnte da, wenn er so weiter sich hält, theoretisch mit Andi nachher um eine Position fighten, beziehungsweise die beiden könnten auch noch die Aussicht nach vorne haben. Da hat Elias einen Fehler gemacht. War jetzt leider gerade schwarz, der Bildschirm. Ja, da war gerade definitiv in der ersten Kurve weg. Sie waren nebeneinander, Elias und Weiber. Aber jetzt ist auf jeden Fall Driver, Andi wieder an Elias dran. Und Grubi ist an Speedy dran. Schauen wir nochmal, gibt's da einen Angriff? Schöne Verfolgungskamera, finde ich. Grubi hat auch schon ein bisschen Kontaktspuren. Und da, oh, da war Speedy. Speedy an der gleichen, oder in der gleichen Kurve wie Arcup. Hat sich gedreht, hat sich in die Wand verabschiedet und hat einen Schaden am Auto. Allerdings ist der Schaden hier leicht. Deshalb ist sein Glück. Bedeutet, es ist wieder repariert, wenn der Schaden jetzt schwer wäre. Dann wäre ich schon... Ja, das Rennen so gut wie gelaufen für ihn. Im kleinen Sinn möchte ich euch nochmal aufmerksam machen auf das Boxenstopp-Fenster, das zwischen Minute 35 und 25 auf ist. Wo dann eben auch der Reifen gewechselt werden darf. Grubi ist an Andi dran und die Pfeile, die behalten wir natürlich auch im Auge, weil Elias ist, glaube ich, auch wieder an Driver bald dran. Also wir haben jetzt eine richtig schöne Kampfgruppe. Oh, Andi sehr spät auf der Bremse. Und Grubi daneben, na, kann er sich durchsetzen. Den Reifenvorteil hat er eigentlich, aber schwer, wenn er nicht richtig daneben ist, auch mit einem weichen Reifen. Kann sich nicht richtig daneben setzen. Gleichzeitig vorne, schauen wir mal da nochmal hin. Ja, Elias schließt schon zu Driver auf. Driver kann auch nicht schneller als Benny. Die sind ja auf dem gleichen. Auf der gleichen Reifenhärte unterwegs. Also haben wir zwei richtig schöne Kampfgruppen. Da weiß ich jetzt gerade auch gar nicht, wo ich eher hinschalten soll. Schauen wir mal. Elias ist noch nicht in Angriffsposition. Ah, da wird er sehr nah am Gras, also da muss er echt aufpassen. Dahinter. Na, wenn es jetzt mal wieder lädt. Jetzt. Respektsabstand, also da passiert nichts. Elias war jetzt gerade sehr nah dran an Driver. Ja, der Benny, der freut sich natürlich vorne. Da fährt er in aller Ruhe seinen Stiefel runter. Und Andi und MF freuen sich natürlich auch, wenn Elias hier weiterhin so nicht vorbeikommt an Driver, sich da weiterhin festhält und nicht vorbeikommt, dann hat er natürlich Schwierigkeiten, da irgendwie noch nach vorne was auszurichten, beziehungsweise mit dem härteren Reifensatz dann später auch die Position zu behaupten. Also der Kampf ums Podium ist auf jeden Fall offen. Vorne sieht es gerade mehr nach einem Alleingang aus von Benny. Wobei das sich jetzt auch nicht wirklich entscheidend absetzen kann. Jetzt vorne habe ich wieder im Blick. Das ist natürlich wieder unglücklich.
Da ist Elias dran. Na, geht er jetzt? Versuchst du es jetzt? Versuchst du ihn auszubremsen? Ja, jetzt bremst du ihn aus. Und er ist vorbei. Ah, da hat er mit Beschleunigen Probleme. Driver kann ihn kontern. Ah, leichter Kontakt. Ist auch nichts Schlimmes. Und Driver ist schon vor der Bremszone wieder vorne. Also keine Chance hier für Elias vorbeizukommen. Gucken wir nochmal hinten. Oh, grob ist jetzt auch ein Getriebe von Andy. Jetzt hat er, glaube ich, einen leichten Fehler drin. Ah, das ist jetzt, wie gesagt, es ist gerade echt schwierig da. Wo schaut man jetzt drauf? Weil die Pfeile stecken hier gerade überall eigentlich richtig ineinander. Kann eigentlich nur hoffen, wobei jetzt kommt Elias wieder. Nein, sieht nicht so aus. Dann gucken wir nochmal nach hinten. Der MF, der wartet da gerade auch ganz geschickt ab. Jetzt Bremszone, erste Kurve. Oh, Robi geht weit. Und Andi neben der Strecke. Ei. Da kommt Grobi wieder rein und MF, da nutzt es natürlich den Schwung. Kann er da jetzt an Andi vorbeigehen? Ah, hartes Duell. Da gibt es einen leichten Kontakt, aber nichts Schlimmes. Grobi ist auch... Na, war zumindest gerade noch wieder dran. Genau, der ist noch dran. MF steckt die Nase rein, aber da passiert nichts. Okay, dann hat sie es jetzt vielleicht erstmal wieder beruhigt. Jetzt darf sich MF erstmal an die versuchen. Ah, die sind ja auch auf dem gleichen Reifensatz unterwegs. Ah, Grobi geht fliegen. Ah, da war zu spät auf der Bremse. Das ist unglücklich. Das kostet ihn jetzt natürlich jede Menge Zeit und er war ja, oder ist ja immer noch auf dem weichen Reifensatz unterwegs. Jetzt erstmal die Reifen wieder sauber kriegen. Und vorne, das hatte ich... Elias greift wieder Driver an. Ich war kurzzeitig irritiert, weil da war ein Pfeil zwischen den beiden. Beziehungsweise ganz vorne, das ist nochmal ein Pfeil. Nehmen wir auch mal ins Bild schnell. Das ist der Tom. Erstmal dabei, da tut man sich natürlich noch schwer. Ah, jetzt verpasse ich natürlich was. Vor lauter Black Screen. Elias hat es gleich wieder versucht gegen Driver. Und ist wieder gekontert worden. Na, dann nehmen wir ihn vielleicht später noch ins Bild. Der Tom, das ist sein erstes richtiges Online-Rennen. Da tut er sich natürlich jetzt noch dementsprechend schwer, wird jetzt dann auch demnächst von Benny auch schon überrundet. Aber das ist ja klar, aller Anfang schwer, aber Driver ja richtig quer. Und Elias im Gras, im Kies, verliert da natürlich jetzt wieder jede Menge Zeit. Ist natürlich bitter. Da ist jetzt auch weit draußen. Man ist natürlich angehalten, die mindestens zwei Reifen auf der Strecke zu behalten. Also vor der weißen Linie. Da gab es auch nochmal quasi kleine Ermahnung an das Starterfeld. Na, am Nürburgring, da gab es wohl auch so kleine Szenen, ich meine, zwei, drei hatte ich auch im Bild, wo mal die Leute so leicht neben der Strecke waren. Da ist man schon angehalten, drauf zu bleiben. Wobei man auch hier sagen muss, auf der Strecke, es gibt eigentlich keinen wirklichen Vorteil. Also speziell, wenn man da diese vorletzte Kurve sich so raustreiben lässt, dann
ja, tut man sich schwer, die richtige Position für die letzte Kurve zu finden und eigentlich kostet es einen noch mehr Zeit. Gut, MF nicht in Angriffsposition momentan gegen Andy, fährt ihn weiterhin geduldig hinterher. Probiert es natürlich mit ordentlich Abstand. Akap und Speedy sind auch noch da bei ihm. Merkwürdig aus, wenn es da einen kleinen Kontakt gegeben hätte zwischen Elias und Tom. Leider war ich nicht rechtzeitig drauf. Elias, der schießt ja schon wieder nach vorne. Haarscharf, also da. Wenn er schlechter trifft, dann dreht er sich da auf dem Teppich. Ganz hinten A-Cup und Speedy auch dicht beieinander jetzt dann gleich. Ich glaube, in der ersten Kurve sollte ich nicht unbedingt die Kamera wechseln, weil dann habe ich viel zu lange Blackscreen. Schauen wir mal schnell auf die Gesamtzeit. Elias mit der schnellsten Runde und das mit Abstand. Eine Sekunde schneller als die beiden vor ihm fahrenden. Wobei er natürlich auch den weichen Reifensatz hat. Im Gegensatz zu den anderen. Benny kommt auch nicht richtig weg von Driver. Das ist noch hochinteressant. Benny da auch wieder am Limit. Versucht richtig Gas zu geben, aber er kommt einfach nicht weg. Und Elias hängt wieder im Heck von Driver. Also der Driver, der muss heute schon ein gutes Nervenkostüm haben. Versucht Elias auch links und rechts und deutet an, er versucht den Driver einen Fehler zu zwingen, aber er kommt einfach nicht durch. Das war jetzt glaube ich gerade blöd von mir. Naja, es hat schnell geladen. Vielleicht jetzt hoch zur Rebus-Kurve. Ausbremsmanöver. Ah, die beiden bleiben nebeneinander. Hat es vielleicht auch wieder einen leichten Kontakt gegeben, weil Elias da den Bumper in der Mitte erwischt hat. Das macht auch eine Lichthupe. Als er versucht, den Driver hier psychisch zu zermürben. Jetzt hier auch wieder. Wir sind eng beisammen. Also ich behalte ja auch das hintere Feld im Auge, weil das sind glaube ich auch A-Cup und B die ganz eng beieinander und oh. Also bei Elias, das sieht schon sehr heiß aus. Oh, 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 oh. Da gab es einen Fehler bei Driver, beziehungsweise vielleicht auch einen Kontakt mit Elias. Weil Elias hat dann langsam gemacht. Beim Bremsen, dass er ihm da einen Stoß verpasst hat, das ist natürlich schon sehr unangenehm. Na, es läuft momentan alles für Benny, würde ich mal sagen. Weil je mehr sich die beiden behaken, da vorne sehen wir ihn, desto mehr kommt der Benny natürlich auch weg. Andy kann sie mittlerweile auch dahinter von MF Berlin absetzen. Aber da von dem Duell können wir eigentlich gerade auch gar nicht weggehen, weil das ist wirklich das Heißeste hier auf der Strecke. Wie gesagt, ganz hinten vielleicht noch A-Cup und Speedy, wenn ich mir so die Pfeile anschaue, aber die sind auch ein bisschen auseinander. Jetzt Elias Witter, bremst er sich wieder rein? Ne, er zieht zurück. Er muss da auch einfach mal einen Punkt nehmen, wo er wirklich sagt, jetzt stelle ich das Auto auch rein. Weil es... Man hat es vielleicht in den ersten Rennen schon gemerkt, es wird ja ein bisschen härter gefahren. Es wird auch schon gerne mal das Auto reingestellt.
da muss sie einfach, darf er sie nicht scheuen, da auch einfach mal wirklich den Mut zu nehmen, ein bisschen später zu bremsen und sich das Auto richtig daneben zu setzen. Weil er hat ja die besseren Reifen. Natürlich muss das einigermaßen kontrolliert vonstatten gehen. Aber dass er den anderen jetzt irgendwie von der Strecke rempelt oder was anderes macht, jetzt, oh, das sind sie, glaube ich, nebeneinander, lässt Driver Elias sehr wenig Raum. Aber der Elias, der strampelt sich da wirklich einen ab. Der hat auch einen ausgezeichneten Reifenverschleiß. Driver auch. Bei Benny ist der Reifen schon ein bisschen angefressen, ne? Hoffentlich bekommt er damit den Weichen nicht irgendwie Probleme. Schauen wir mal, schafft es Elias zum nächsten Bremspunkt vielleicht? Wenn wir nicht, dann schauen wir mal durchs Feld ein bisschen den Reifenverschleiß an. Weil jetzt in 3 Minuten öffnet er das Boxenstopp-Fenster. Aber sieht man jetzt nicht so aus, wie wenn der Elias da in nächster Zeit angreifen könnte. Weil durch das Lauda S und die anderen Kurven da hat er eigentlich keine Chance. Andy mit 9,9 auch noch gut bedient. MF ebenfalls 9,9 beim Vorderreifen. Gucken wir mal bei Grobi mit dem Weichenreifen 8,9. Ja, die Reifen, die leiden hier jetzt nicht so sehr. AKAP Mittel auch 9,9. BD 9,9. Tom hat noch komplett unangetastete Reifen. Also wenn er jetzt noch den Speed mitbringt, hat jetzt hinten links 9. Also noch ein bisschen den Speed finden und den Reifenverschleiß halten, dann hat er, glaube ich, schon sehr gute Chancen, da mal nach vorne was auszurichten. Ist jetzt schon eine Runde zurück, fährt tapfer weiter. Da muss ich auch sagen, echt 1A. Da den Mut nicht zu verlieren. Zum Thema Reifenverschleiß nochmal, ja. Man sieht's hier nochmal. Der Benny hat definitiv schon ein bisschen schlimmere Reifen. Weil war jetzt auch mit Lichtzubehör. Keine Ahnung, wo jemand da jetzt ein Signal geben wollte, ob das jetzt bei mir war. Weil vor ihm ist ja niemand, weit und breit niemand. So, aber jetzt machen wir uns mal langsam auch sicher drauf gefasst mit den Boxenstopps. Kommen wahrscheinlich alle noch einmal an der Box vorbei. Beiden blauen hier auf jeden Fall. Genau. Andi und MF auch, aber jetzt schauen wir mal auf Grobi, wobei Grobi dürfte auch noch vorbeikommen, genauso wie AKAP und Speedy. Bedeutet, in der nächsten Runde geht's wahrscheinlich los. Mit den Boxenstopps. Das ist gerade echt schwierig. Ich will eigentlich noch ein paar andere Leute zeigen, aber die beiden, die fahren die ganze Zeit so eng beisammen. Jetzt Elias, jetzt versucht es wieder oder auch nicht. Geht nicht vorbei. Das ist Wahnsinn. Da muss man aber auch mal einen Driver loben, mit dem schwächeren Reifen sich die ganze Zeit vor jemanden halten, der eine Sekunde schneller fahren kann. Währenddessen, wir haben Tom als Ersten in der Box. Es müsste zeitlich genau hingepasst haben bei ihm. So, dann schauen wir noch gleich mal nach vorne. Benny, geht der? Benny geht in die Box. Schön, das ist hier auch eine spezielle Einfahrt, wo man komplett innen bleiben muss, innen anfahren muss und innen bleiben muss. Also Benny ist erst in der Box. Wie sieht's bei Driver aus? Driver bleibt draußen. Genauso wie Elias. Bei Elias ist es aber auch nicht verwunderlich, weil da will er die weichen Reifen noch möglichst lange ausfahren. Wir haben Andy in der Box. MF fährt weiter.
Wie sieht es dahinter aus? Grubby bleibt draußen. A-Cup geht rein. Und Speedy dahinter geht auch rein. Also die meisten von den Leuten mit mittleren Reifen sind jetzt klein in die Box gegangen. Eigentlich nur Driver und MF, die sich jetzt noch eine Runde auf den mittleren Reifen gönnen. Elias beißt sich nach wie vor die Zähne aus. Also der Driver, da musste echt Nerven aus Stahl haben. Weil es gab ja auch zwei, dreimal Kontakt und er bleibt da die ganze Zeit vorne. Jetzt geht Driver. Ich hoffe, Elias merkt es rechtzeitig. Boah. Das war natürlich heikel. Schauen wir auf MF. MF bleibt noch eine Runde. Das ist doch ein bisschen überraschend. Normalerweise sollte man annehmen, dass er schaut, so schnell wie möglich da in die Box zu kommen. Schauen wir mal. Ben kommt da auch auf die Startzielgeraden. Und Driver ist noch in der Box. Als souverän behält Ben dann die Führung. Der hat übrigens zweite Reifen drauf. Das ist mal wieder ein Fehler in der Grafik. Solange da kein Patch kommt, werden wir auch diese Fehler leider weiterhin drin haben. Driver jetzt natürlich auch auf dem weichen Reifen. Wird jetzt froh sein, wahrscheinlich Elias von sich loszuhaben. Weil der muss ja gleich auf dem mittleren Reifen. Beziehungsweise der wird jetzt auch Zeit verlieren auf dem alten Schatz 2 hier Reifen. Guck mal, Grubby ist noch draußen. Wer fehlt uns denn noch in der Box? Das ist Elias auf jeden Fall. MF und Grubby. Also noch drei Leute fehlen uns. Nur auf Elias. Elias fährt jetzt in die Box. Auch relativ früh mit dem weichen Reifen. MF bleibt dagegen noch eine Runde. Also er bleibt überraschend lang draußen. Schauen wir nochmal auf Grubby. Vielleicht geht Grubby jetzt weiter. Er ist auch im weichen. Sollte der eine noch ein bisschen bleiben. Wobei wir mal schauen können, wo kommt Elias raus? Gibt jetzt Gas und da links. Oder nicht? Doch, da links, da fliegt Driver vorbei. Da ist auch schon der Abstand groß genug. Also ich glaube, Driver durfte, dass sie jetzt wirklich seine Ruhe haben vor Driver. Ja, ich meine, der Driver durfte jetzt seine Ruhe haben vor Elias, so. Schon richtig rum ausgesprochen. Dahinter, ah! Enges Duell zwischen Andy und Grubby. Jetzt ist natürlich Andy auf dem Weichen unterwegs. Grubby ist auch noch auf dem Weichen, aber immer auf Alten. Jetzt Andy. Zieht nochmal zurück. Da Grubby mit leichtem Quersteher. Ja, zum Rennbeginn war Grubby bei Andy hinten drin. Wollte an ihm vorbei, jetzt ist es umgekehrt. Das ist ja auch mit das, was ja eben dieses Reglement ausmacht. Diese unterschiedlichen Reifenmischungen, beziehungsweise ja, ist jetzt eigentlich nur alter Reifen gegen neue Reifen. Wir haben MF in der Box, auch nicht zu vergessen. Und da ging Grubby weit. Andy hat die Kurve echt gut getroffen.
greift jetzt an, MF kommt jetzt aus der Box. Aber MF vielleicht ein bisschen zu lang drin. Weil Andi hat jetzt natürlich einen riesen Vorsprung. Und so wie MF vorhin vor, war natürlich auch noch ein Anwärter aufs Podium, weil jetzt geht die Jagd los nach Elias. Ja, Andi kann sich da auch gleich einen Vorsprung rausfahren. Na, da grob ich auch mit dem Verbremser. Gut, dann schauen wir noch mal. Elias kann momentan Abstand einigermaßen halten zu Driver. Schauen wir auf die Abstände. Benny in der letzten Runde mit der schnellsten Runde. 1:28,7. Über eine Sekunde schneller als Driver, der sich, glaube ich, noch ein bisschen schwer tut auf den neuen weichen Reifen. Ben hat jetzt schon 11 Sekunden Vorsprung auf Driver, 13 auf Elias. Andi und Grobi sind sowieso weit weg. Oh, 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 und Bennys Pfeil steht quer. Benny hat sich gedreht in der ersten Kurve. Das sollte ihm natürlich nicht passieren. Grobi jetzt als Letzter in der Box, also alle innerhalb des Boxenstoppsfensters vorschriftsgemäß gestoppt. Schauen wir mal, haben wir schon eine Sektorzeit? Ja, Dwyer war jetzt auf 4 Sekunden dran. Dreher hat eben 7 Sekunden gekostet, also es kann sein, dass hier Benny den Kampf um den Sieg nochmal spannend macht. Je nachdem, wie schnell Driver da jetzt zurechtkommt. Tom lässt sich den auch vorschriftsgemäß überrunden. Vielleicht ein bisschen zu vorschriftsgemäß. Ansonsten haben wir eigentlich alles schön aufgeteilt mittlerweile, also die Abstände sind ordentlich groß. Jetzt Tom, ich glaube, der macht sich schon bereit, den Andi wieder vorbeizulassen. Ja, ich meine, wenn das Rennen hier vorbei ist, dann haben, beziehungsweise müssen jetzt so eigentlich auch schon an der Hälfte der Meisterschaft vorbei. Mit Rennhalbzeit hier. Zwei Rennen stehen noch aus dann nach diesem hier. In Monza natürlich ein Höchstgeschwindigkeitskurs. Ähnlich wie hier, nur noch ein bisschen mehr auf Topspeed ausgelegt. Und Spa, was natürlich als die Krönung schlechthin gilt. Oh, da Andi. Nimmt er ordentlich die Wurst mit. Stellt sich da mal kurz auf zwei Reifen. Sonst dahinter. A-Cup und Speedy sind an Grobi vorbei, beziehungsweise A-Cup hat sich jetzt auch einen ganz netten Vorsprung vor Speedy rausgefahren mittlerweile. Ich glaube, da kommt jetzt hier auf dem neuen Reifensatz ganz gut zurecht. Schauen wir mal auf die Rundenzeiten. Da war natürlich Bennys Dreher mit dabei. 1:30,6. Andi und MF fahren 1:29 Zeiten. Ganz vorne werden 1:28 Zeiten gefahren. Ja, Benny jetzt gerade eben aus dem Stand nach seinem Fehler in der Runde wieder die schnellste Rennrunde. Und Elias fährt eben nur noch 1:31 Zeiten. Also Andi und MF eine Sekunde schneller. Deswegen gehen wir nochmal kurz rein. Ja, Andi ist schon bis auf 4 Sekunden dran. MF ist 12 Sekunden weg, hat vielleicht auch trotzdem noch eine Chance. Und da Elias zu schnell. Hat
sich verbremst. Es ist da nicht wirklich schneller, wenn man da außen den Asphalt mitnimmt. Andi rückt ihm auf die Pelle. Ich finde, man sieht es auch schon, nur wenn man hinschaut, es ist einfach viel, viel mehr Grip dran mit dem weichen Reifen. Und Elias, man hört es schon von Weitem, wie der am Rutschen ist. Ja, das wird immer irgendwann zwischen den beiden. Na, oh. Oh, 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 oh. Ein unnötiger Fehler von Andi. Ja, und dadurch hat Elias jetzt wieder einen netten Vorsprung und im F hat wieder jemanden vor sich. Beziehungsweise hat jetzt vielleicht sogar einen Vorteil, weil er so viele Runden später in der Box war, dass er sich Andi demnächst schnappen kann. Ja, da war er wohl etwas zu früh in der letzten Kurve dran, kam dann nach außen und obwohl es jetzt nicht so aussah, wenn er den Teppich berührt hat, hat er auf dem Curb die Kontrolle verloren. Könnte natürlich bitter werden für ihn, jetzt im F da auch ein Problem beim Rausbeschleunigen. Da musste er eh schon einen Großteil des Rennens das Heck von Andi beobachten. Elias hat, glaube ich, auch nochmal einen Fehler gemacht. Ja, da muss nochmal einen Fehler gemacht haben, so schnell wie die jetzt dran sind. Definitiv. Und damit ist der lustige Kampf ums Podium eröffnet. Der hier auf jeden Fall so mindestens einen Zweikampf wird, da ja Andi und MF auch gleich in Reichen unterwegs sind. Wenn es nicht sogar ein Dreikampf wird, je nachdem, wie Elias sich jetzt da vorne hält. Ach, das Auto sieht auch schon ziemlich, ja, berührt aus. Aber es sieht so aus, als wenn er sich vielleicht wieder einen Tacken absetzen könnte. Klar, wenn man da ordentlich Risiko geht, dann kommt man auch weg. Halten wir mal nochmal die Spitze im Auge. Bevor wir dazu denken. Benny kann seinen Vorsprung momentan halten. Hat jetzt 2 Zehntel verloren auf Driver, aber da scheint momentan noch keine Gefahr zu drohen. Also wir können uns hier wirklich voll und ganz auf den Kampf ums Podium konzentrieren. Weil dahinter, wenn man mal drauf guckt, A-Cup, der hat noch einen kleinen Respektabstand. Oh, Andi da jetzt mit dem Quersteher. Bedi und Grobi sind auch weit genug voneinander entfernt. Und Tom als hat ja sowieso das als Lernrennen für sich zu verbuchen erstmal. Und der Elias ist echt absolut am Limit. Gucken wir auf die letzte Runde jetzt hier. Da fahren alle 1,30er Zeiten. Im Windschatten ist das natürlich schwer, da dran zu bleiben, weil es ist auch eine Eigenart von den Autos, dass sie nervöser werden, wenn man da im Windschatten ist. Wobei man auch sagen muss, dass es auf dem mittleren Reifen schwerer zu handeln ist, wie auf dem weichen und... Oh, Elias da im Schleudern und er muss neben die Strecke und die Position hergeben. Das ist natürlich bitter. Weil das dürfte es jetzt wahrscheinlich gewesen sein mit Platz 3.
jetzt an DMF auf jeden Fall vorbei und die müssten jetzt den Vorteil ihrer weichen Reifen nutzen können. A-Cup könnte theoretisch da bestimmt auch noch rankommen. Zumindest mal an Elias. Schauen wir mal, wie groß ist denn sein Rückstand? 6, 5 Sekunden, ja. Müsste sich noch ein bisschen was bei ihm tun, dass er da noch voll an Andi und MF rankommt. Dass er da vielleicht auch noch was in Richtung Podium ausrichten könnte. Ihm tut natürlich sein Dreher weh, den er da in der Anfangsphase hatte. Vorne, Moment, wir haben da einen neben der Strecke. Tom. Der ist einmal rausgerutscht. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch ein Fehler ist, aber müsste eigentlich Rennweich jetzt drauf haben. Mark Robi gerade auch neben der Strecke. Die Rundenzeit spreche dafür, ist jetzt mit 1,36 in Linie gekommen. Ich glaube, der Grobi war da auch mal kurz rausgerutscht, ist da auch absolut am Limit. So, vorne haben wir den Kampf. Der MF, der scheint jetzt eher dranbleiben zu können. Gut, Elias. Der war da wieder ziemlich weit draußen in der vorletzten Kurve. Da jetzt auch. Boah. Also, der ist echt am und überm Limit teilweise. Wenn er da ab und zu ein bisschen kontrollierter fahren würde, ich glaube, da hätte er vielleicht noch bessere Chancen, aber wäre er vielleicht auch nicht so schnell. Weil er hält jetzt noch verdammt gut mit. Am besten Driver, da hat jetzt glaube ich gerade Tom überrundet. Da ist mittlerweile auch ein Riesenabstand entstanden. Ja, das war Tom. Der Ben, der kann da weiterhin vorne weggehen. War auch ziemlich im Limit in der vorletzten Kurve. Oh, 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 oh. Der ist absolut am Limit. Beinahe wieder mit dem Dreher. Und das hat ihn natürlich wieder Zeit gekostet. In der Runde fast eine Sekunde. Driver ist auf eine Sekunde dran. Oder auf drei Sekunden. Hat er auch die schnellste Runde, jetzt ist einer weg. Ich glaube, Grobi ist rausgeflogen. Ja. Grobi ist ausgeschieden. Jetzt haben wir wieder einen, da fehlt. Nur noch 8 Leute im Rennen. Bin ich gespannt, ob der Driver vielleicht da noch irgendwie an Ben rankommt. So, und die sind auch ganz eng beisammen. MF macht Druck auf Andy. Ich habe das Gefühl, wenn Elias ins Bild kommt, da ist es immer mehr am Quietschen wie bei jedem anderen. Aber da muss er auch langsam aus sich abreißen lassen. So sehr er es auch nicht möchte.
ich sage jetzt lieber nichts mehr dazu. Schauen wir lieber auf die Rundenzeit gleich mal. Wir sind alle durch die erste Kurve gekommen. Da haben die, glaube ich, relativ langsam durch. AMF mit persönlich schnellster Runde. Und Weiber, der rückt da langsam aus sich heran. 2 Sekunden nur noch zwischen ihm und Benny. Und wir haben nur 13 Minuten zu fahren. Und ich glaube, der Grund ist auch sichtbar, warum der Driver da rankommt. Nämlich, das hätte man nicht gedacht, dass es in den Rennen vielleicht noch wichtig werden könnte. Aber schaut mal auf den Reifenverschleiß. Der Ben hat einen höheren Reifenverschleiß als Driver. Definitiv. Und das könnte ihm jetzt natürlich Schwierigkeiten bereiten. Wir haben noch 12 Minuten. Also noch, ja, noch einige Runden vor uns. Mindestens 7, würde ich jetzt mal sagen. Wird es natürlich schwierig. MF hat natürlich auch so einen besseren Reifenverschleiß als Dandy. Weil er viel, viel später in der Box war. Ich glaube, das sieht. Ne, es fährt doch keine Kampflinie, der Andy. Oder war er weit innen? Oh, 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 oh. Auf den Teppich beschleunigt. Und das kostet jetzt natürlich die Position. MF ist vorbei, ist auf 3. Das ist natürlich schon eine starke Leistung. Kommt neu rein. In der Quali nur 8er. Und jetzt bis auf 3 vorgefahren. Und ich glaube, er kann sich jetzt auch gleich absetzen. Das könnte es hier schon gewesen sein, was das Podium angeht. Gut, aber das gibt uns auch die Möglichkeit, nach vorne zu schauen. Ist aus. Reifenverschleiß immer noch stärker. Nur noch mal zur Erinnerung, der Benny hat natürlich weiche Reifen drauf. Ja, das ist ein Fehler in der Anzeige. Die letzte Runde 1.29.0 zu 1.28.9. Da könnt ihr wirklich noch richtig heiß werden. Bei noch 10 Minuten zu fahren. Ah. Jetzt schauen wir mal durchs Feld. MF eben auf 3, kann sich absetzen von Andy. Versucht natürlich irgendwie dran zu bleiben, da vorne ist wieder Tom. Vorbildlich, muss man sagen. Absolut vorbildlich. Ark mit Respektsabstand, da kommt da glaube ich nicht mehr ganz dran. Lass mal schauen. Er ist angewachsen auf 7 bzw. 6 Sekunden. Also da ist er zu weit weg. Wenn die beiden nach vorne nicht noch irgendeinen Bock reinhauen, dann hat er da keine Chance mehr ranzukommen. Und der Elias, oh! Gerade wieder am Drehen, der muss vorher aber auch schon einen Fehler drin gehabt haben. Weil der hatte vorher schon noch mal einiges verloren. Platz 7, Speedy, der fährt natürlich auch, der müsste auf dem mittleren Reifen sein, damit war ich gestartet. Vielleicht hat der sogar noch Chancen, Elias zu erreichen. Und ganz hinten Tom. Da lässt jetzt glaube ich auch Pferd und A-Cup vorbei. Ja. Gut, dann schauen wir mal wieder nach vorne. Und ich glaube, die sind jetzt richtig eng beisammen. Nee, noch nicht ganz. 9 Minuten noch.
für den Ben spricht jetzt natürlich die Zeit, dass die immer mehr abläuft. Für Dwyer wiederum spricht der Reifenverschleiß, allerdings jetzt bei Ben schon auf 7,7. Also den ersten deutlichen Abbau merkt man eigentlich, wenn er vorne schon auf 6 runter geht. Bei Dwyer ist es noch 8,8, also das ist echt knifflig. Ui! Und da ist der Dwyer beinahe weggeschmissen. Beinahe, aber eben nicht ganz. Und weiter geht's. Und hier wieder, quer. Der ist absolut am Limit. Schauen wir mal auf die letzte Rundenzeit. Ja, da hat Benny gegengehalten. Jetzt hat es hier eine Verschiebung gegeben. Speedy ist an Elias vorbeigegangen. Na komm, Bild, lade. Ah, das ist natürlich bitter für Elias. Das ist lange Zeit nach dem Podium aus und jetzt geht er nach außen. Versucht es jetzt außen rum. Ah, ja, ah, Speedy hätte ihm den Platz gelassen. Ah. Da hätte der Elias eigentlich vielleicht, wobei ich weiß, habe jetzt nicht genau gesehen, ob es da vielleicht eine Berührung gegeben hat. Aber so an sich muss er da eigentlich nicht so die Auslaufzone mit benutzen. Den Schwung hat er jetzt natürlich mitgenutzt. Bei Speedy hat man übrigens auch gerade wieder gesehen, die erste Kurve, die ist knifflig, da hat's eine Welle drin. Wenn man die erwischt, wenn man da zu weit innen ist, dann hebelt's da mal kurz das Auto aus. Das war auch das, wo Andi vorhin beim Überholmanöver von dem F eben mal kurz die Kontrolle verloren hat. Ich muss auch immer wieder mal die Führung im Auge behalten. Aber solange die noch nicht endgültig nah beieinander sind. Bennys linker Vorderreifen jetzt schon auf 6 runter. Das ist immer noch leicht, leicht. 29,4 zu 29,2, aber es ist unter einer Sekunde schon. In der Formel 1 wird man sagen, Dwyer ist ein DRS-Fenster. Da würde ich lieber eigentlich nochmal auf die gucken, die hier jetzt wirklich Rad an Rad fighten. Da, oh, Elias. Jetzt nicht im Bild, aber da hat sich jetzt dann nochmal neben die Strecke verabschiedet. Er steht natürlich komplett. Jetzt kommen hinter ihm die Führenden an. Ich hoffe, die sieht er. Beziehungsweise, ich glaube, da war Benny gerade auch in Schwierigkeiten. Jetzt lässt er den Platz, lässt beide vorbei. Aber ich meine, der Driver ist dran, weil noch 5 Minuten zu fahren. Jetzt wird's eng für Ben. Ben oder Dwyer. Angriff in die Remus-Kurve. Und Ben ist innen. Dwyer versucht sich... versucht zu kontern. Kann sich aber nicht innen daneben setzen. Ist aber immer noch ganz nah dran. Jetzt deckt Ben wieder die Innenlinie ab. Dwyer versucht sich daneben zu bremsen. Ben lässt sie so ein bisschen aussteigen. Das ist natürlich richtig feiner Rennsport. Kampf um Sieg in den letzten Minuten. So wie man es haben will. Aber das macht der Ben jetzt momentan noch 1A. Aber Dwyer kann schon viel schneller. Also so wie der nächstes hier dranbleiben kann. Nächster Angriff in die vorletzte Kurve. Ah, Ben lässt ihm da wenig Platz. Aber alles noch in Ordnung. Letzte Kurve, muss jetzt zweimal natürlich aufpassen. Hat den Schwung rausgenommen. Ben fährt.
Vorkampflinie. Genau, da hat sie jetzt zwar auch einwandfrei, hat nur einmal die Spur gewechselt, mehr oder weniger. Na, da kam Dryrider viel besser raus, jetzt ist er natürlich daneben. Und ich glaube, jetzt dürfte er sogar vor der Kurve vorbei sein, genau. Versucht hier Benden leicht den Konter. Ne, jetzt macht Driver innen dicht. Aber Driver hat sie verbremst und Benden rutscht wieder durch. Einwandfrei hier. 3 Minuten noch. Noch 2 oder 3 Runden. Und wir haben hier einen absolut schönen Fight um den Sieg. Schauen wir mal, meine letzte Runde 1:30. MF und Andi behalten wir natürlich auch noch im Auge, weil die sind auch eine Sekunde voneinander getrennt, aber da passiert wohl gerade nichts. Driver muss ich jetzt erstmal wieder an Ben heranfahren. So, schauen wir mal, Ben da weit draußen, gucken wir mal. Driver hat 7-8 Reifenverschleiß, Ben 6-7. Wo greift er an? Vorhin aus der letzten Kurve kommt Driver eigentlich immer ganz gut raus. Ja, Bender jetzt auch hat nicht ganz den Scheitelpunkt getroffen. Driver kommt der Angriff. Ja, er zuckt. Bender, oh, im letzten Moment zieht er rüber. Jetzt kann Bender natürlich nicht den Schwung mitnehmen. Da kommt er auch weit raus. Und Driver ist durch. Kommt jetzt nochmal der Konter. Der Windschatten hat ja wenigstens ein bisschen was gewirkt. Aber ich glaube, der Ben ist zu weit weg. Nein. Das sieht nicht danach aus, wenn er da jetzt nochmal kontern könnte. Wenn die Runde zu Ende ist, dürften sie noch eine Runde fahren wahrscheinlich. Oder zwei. Wobei, ne, jetzt sind wir mal 1:30. 1:30 war ja nicht von der Rundenzeit, beziehungsweise 1:28. Das heißt, nach dieser Runde bricht die letzte Runde an. Und was sieht's, Driver? Einwandfrei. Hatte kein einfaches Rennen. Die erste Hälfte ständig Elias im Nacken. Ben, der hat es durch seinen eigenen Fehler wahrscheinlich mehr oder weniger verschenkt, weil es die 7 Sekunden, die er da verloren hatte, oder könnten vielleicht auch mehr gewesen sein. Die kosten ihm jetzt sehr wahrscheinlich den Sieg hier. Nachdem er eigentlich doch einen Großteil des Rennens souverän vorne war. Denn das Podium, ist es noch einigermaßen offen, oder? MF hat einen Sicherheitsabstand auf Andi. Hat auch die besseren Reifen. Also für Andi wird es da schwer ranzukommen. Da war auch sehr weit hin. Ja, und jetzt geht's in die letzte Runde. Also Platz 3 dürfte es sich auch entschieden haben. A-Cup dürfte auch sicher auf 5 sein. Speedy, ja, Elias hat... Speedy hat genügend Vorsprung auf Elias, also die Positionen dürften, soweit da nicht noch irgendwie Fehler vorkommen, gesichert sein. Jetzt kommt auch die Einblendung, das ist die letzte Runde. Driver in den letzten Zügen. Zu seinem zweiten Sieg im dritten Rennen. Da Ben auch noch das erste Rennen verpasst hatte und Kane nicht dabei ist, macht er natürlich damit einen riesen Schritt Richtung Cup-Gewinn. Gut, dann Glückwunsch, Driver. Super Rennen, einwandfrei gefahren. Und Ben als zweiter drüber. Können wir gleich mal nach hinten schauen, weil da ist Speedy, der ist auch schon in der Ziellinie, hat sie noch überrunden lassen. Und da kommt auch Elias als Siebter. Macht nochmal ein 360. Und dahinter kommen MF und Andi über die Linie.
soweit sie mal eingeblendet werden. Ah, da ist MF drüber, da ist Andi drüber. Und dann fehlt uns, glaube ich, nur noch... Ja, Akab fehlt uns und Tom ist dann auch nochmal über die Ziellinie. Genau. Und dann haben wir noch Tom. Erstes Rennen. Wie gesagt, ein Leerrennen für ihn. Wenn er den Reifenverschleiß halten kann, einwandfrei. Und ansonsten war es das dann auch mit dem dritten Lauf. Nächste Woche geht's weiter. Am Mittwoch. In Monza, der vierte Lauf. Unten wieder Link zum Forum. Und hier kommt zum Abschluss nochmal das Rennergebnis. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.